Hallo ihr Lieben, ich bin Vicky vom Gesundheitszentrum Dr. Reukühne und dadurch, dass wir durch Corona alle zu Hause bleiben, habe ich euch ein paar Übungen mitgebracht. Thema heute ist der schöne Rücken. Wie gesagt, da kann auch entzücken. Und wir legen auch schon direkt los mit der Mobilisierung der Wirbelsäule. Wir wandern in den Vierfüßlerstand, Knie unter die Hüfte, Handgelenke unter die Schultern. Die Beine sind hüftbreit auseinander, Schulterblätter hinten fixiert. Und wir atmen ein, kippen das Becken nach hinten, gehen leicht ins Hohlkreuz und atmen aus. Wir ziehen uns zusammen, machen den Rücken ganz rund, Becken nach vorne schieben und wieder einatmen, strecken, ausatmen, zurück. Den Kopf schön mitbewegen. Die Wirbelsäule hört dann nämlich nicht auf. Und davon machen wir 10 bis 15 Wiederholungen, a 2 bis 3 Sätze. Je nachdem, wie ihr euch fühlt, könnt ihr 2 Sätze oder 3 Sätze machen. Und die nächste Übung befindet sich dann in der Rückenlage. Arme liegen neben dem Körper. Füße sind angewinkelt aufgestellt, auch die Beine sind hier wieder hüftbreit auseinander. Der Kopf liegt schön gerade auf der Matte, es sei denn, der Zopfgummi ist im Weg. Und wir heben das Becken an und rollen es wieder ab. Wirbel für Wirbel rauf und Wirbel für Wirbel wieder runter. Hier bitte beachten, dass ihr nicht ins Hohlkreuz wandert, sondern immer schön auf Spannung bleibt. Und auch hier gilt 10 bis 15 Wiederholungen, a 2 bis 3 Sätze. Das war jetzt einmal die Mobilisierung der Wirbelsäule und die Stärkung des unteren Rückens und des Beinbeugers. Macht's gut!